Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Last Light. Wir sind wieder mal mit dem... Oh. Du kannst dran gehen. Wer von euch Zuschauer Leinis hat vergessen, sein Telefon auszumachen. Das klingt nach einem Drehtelefon, ganz alt oder so eines. Ja, wir sind wieder mal mit dem guten Kahn unterwegs und jemand ruft uns an. Passiert tatsächlich selten bei mir. Ach, John? Mein Sohn? Oh Gott. Wir dürfen hier nicht lange bleiben. Ja. Ich war nicht derjenige, der versucht hat, Steine zu besteigen. Das warst du. Das ist er. Der Schicksalsfluss. Vielleicht nicht so beeindruckend wie andere. Das erinnert mich jetzt spontan so ein bisschen an diese Szene, wo Luke mit Yoda in diesen Wald gegangen ist und sie quasi Darth Vader getroffen haben. Stehe ich? Kommt mir nicht so vor. Geh ins Wasser und stell dir vor, was du an deinem Schicksal ändern könntest. Denk an den Schwarzen. Hab keine Angst. Es ist richtig, dass du hier bist, Artyom. Woher weiß ich denn, ob ich mein Schicksal ändern will, wenn ich nicht weiß, was mein Schicksal ist? Ich verstehe dich schon. Jetzt kriege ich wahrscheinlich den übelsten Bosskampf. Meine PlayStation rastet direkt aus. Die hat wahrscheinlich Schuss bekommen. Dachte, die wird jetzt auch nass gemacht. Aber hier ist ja gar nichts passiert. Oh. Oh, okay. Wenn man Sachen beschreit. Und jetzt lasst uns in Dimension 6 gehen und gegen Goku Black kämpfen. Oh, tatsächlich. Ach nee. Ach, das ist jetzt schon ziemlich geil. Hallo, ich aus der Vergangenheit. Vertrautes Bild? Es ist der Turm. Ja. Und da unten? Ist die Stadt der Schwarzen. Das ist der Moment, an dem du die Rakete gestartet hast. Oder auch nicht. Da bist du. Der Fluss wird dich reinigen. Dir deine Sünden vergeben. Du kannst dein Schicksal ändern. Du kannst es. Wähle dein Schicksal. Und sei frei. Mutig. Naja, also ändern kann man da nicht mehr viel, ne? Das war ihr Zuhause. Nur noch Schutt und Asche sind übrig. Aber ich verstehe wirklich nicht, wieso ihr den Fokus jetzt auf den Schwarzen legt. Also mich würde ja eher in diesem Moment meine Ranger-Kumpels besorgen. Mich um sie sorgen, weil... Die doch jetzt alle in Gefahr sind und nicht der Schwarze. Wer interessiert sich denn bitte für den Schwarzen? Oder im Allgemeinen für Schwarze? Dafür haben wir doch Black Lives Matters. Ja, guck mal, ich hätte den Schwarzen ja gehabt, wenn mich die Faschisten nicht gefangen genommen hätten. Noch ein Grund mehr, den Faschisten in den Arsch zu treten, okay? Ich habe ja eigentlich alles richtig gemacht. Also, von daher... Ja. Niemand. Eine Sackgasse. War es hier, wo du ihn fast erwischt hättest? Du musst es noch einmal versuchen, Artyom. Der Schwarze. Er ist noch bei dieser Freakshow auf dem Zug. Was für ein Zug. Ach, hier ist jetzt der Moment, wo wir gefangen genommen wurden. Tatsächlich. Guck mal. Ich verstehe das alles nicht. Also ich verstehe den spirituellen Ansatz, aber langsam kriege ich das Gefühl, wir würden hier echt in die Vergangenheit reisen. Schneller, vor dir! Ja, eher vor dir. Viel Spaß fast beim Springen. Verdammt! Ich habe dir doch gesagt, verwende deine Sheets.
Nein, kann ich nicht werfen. Oh Gott. Ach so. Wir sind parallel gesprungen oder was? Oh Gott, ich kann nichts machen. Also der Schwarze ist abgestürzt. Oder was? Ich dachte, der wäre entkommen. Also ich würde ja sagen, es geht bei dieser Wasserfahrt hier darum zu akzeptieren, dass man es nicht geschafft hat, damit man daran arbeiten kann, dass man es schafft. Dieses Mal hat der Fluss mich fast erwischt. Ah, sie geht wieder. Wir sind zurück in der Wüste der Realität. Toll, was? Als wir aus dem Fluss kamen, war der Schwarze ziemlich nah. Er kann nicht allzu weit voraus sein. Was hat uns das jetzt alles gebracht? Oder hat diese spirituelle Konnektivität zur Vergangenheit dafür gesorgt, dass wir mit dem Schwarzen jetzt wieder in Kontakt treten konnten, oder was? Sichtung von rotem Saboteur bestätigt. Es kann sein, dass sie angegriffen werden. Zu spät. Der Evakuierungszug ist vermutlich ihr Hauptziel. Höchste Alarmstufe. Was, sind wir immer noch in der Vergangenheit? Ich mach mal den Krach für dich. Muss in der Nähe sein. Was? Guck mal, das ist... Okay, das dritte Sniper-Gewehr, was wir gefunden haben, glaube ich. Wo kam das her? Da. Denk an alles, was ich dir über den Schwarzen gesagt habe. Du musst ihn retten. Und dann rettet er vielleicht uns alle. Ach, auf das läuft es hinaus. Ja gut, zugegebenerweise, die Schwarzen hatten mich ja im ersten Spiel doch schon so ein paar Mal gerettet, glaube ich, ne? Okay. Ich habe ihm nie geglaubt. Und das ist keine Überraschung. Aber Kahns Worte waren wahr. Dieser seltsame Fluss hat mich in die Vergangenheit gebracht. Zu dem Moment, wo ich das Signal gab und alle Schwarzen vernichtete. Und dann wurde ich an dem Ort abgesetzt, an dem ich den letzten Überlebenden dieses Volkes finden konnte. Ein hilfloses und harmloses Kind. Kahn nannte ihn den letzten Engel. Ach du Scheiße, wir sind jetzt echt in der Vergangenheit? Also ich würde Kahn schon glauben. Ich meine, wisst ihr noch, als der uns von den Zügen erzählt hat und so, diesen Geist der Zügen, das ist ja auch alles wahr gewesen. Ja krass, ey. Und ich dachte, das beruht auf einer wahren Begebenheit. Spätestens jetzt glaube ich euch nichts mehr hier, okay? Hörst du das? Weil ja bis jetzt alles realistisch war, wie ihr wisst. Das ist der Punkt. Wir sind richtig. Dem Kumi. Moment, ist das... Ist das jetzt... Ach scheiße, wieso musste da jetzt zur Wand kommen? Ist das eigentlich der Wagen, den wir von André bekommen haben? Oh, der Wagen lebt wieder. Das ist alles, was ich wollte. Ich hoffe übrigens, dass ich noch halbwegs anständig kommentiere. Ne? Ich komme mir gerade so schwach und so lahm vor. Ich hoffe, das entspricht nicht der Tatsache. Ich bin voll dabei, man hört es vielleicht nur nicht. Ich weiß nicht, ob ich treffe. Ich glaube, das ist wieder ein Fall von wie tun mal so, als wenn ich was machen könnte. Okay. Jawohl. Ja. Ja. Ich kann nicht. Ich will. Er will nicht. Die schießen gar nicht zu mir. Ich kann mein Luftdruck-Dingi-Dumsi nicht reparieren. Das mit halben Lebensbalken. Halb ist übertrieben. Vielleicht noch 10% Leben. Bitte jetzt nicht schießen. Okay, ich muss mich regenerieren.
Und mein Ding, sie, nein. Nein. Bald haben wir alle Tasten durch, Leute, ich schwöre. L1, rechts, R2. Das war eine Geburt. Ich muss zu viel geschossen haben. Zu viel hintereinander. Ich wage zu behaupten, dass das Ding mal länger gehalten hat. So, jetzt noch die Shotgun. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich krass nach vorne kämpfen. Erstmal das Licht ausmachen, würde ich sagen. Geht mir ja voll auf den Sack, ey. Einfach durch da. Ich kämpfe. Keine Muni. Okay. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich komme aus der Zukunft. Warum dann nicht einfach... Scheiße, ich schieße durch die Kiste durch. Warum dann nicht einfach... bei der Polis bleiben, wenn man doch weiß, dass sie angegriffen wird. Oder... Das Ding ist... Das Ding bei diesen Zeitreisengeschichten ist immer... Der lebt ja sogar noch. Oh, ich kann sie sogar außer Gefecht setzen und nicht töten. Ich frage mich dann immer so, wenn du doch in die Vergangenheit reisen kannst, warum reist du nicht perfekt so, dass du alles verhindern kannst? Stattdessen reist man irgendwie nie weit genug in die Vergangenheit. Das ist komisch. Okay. Ich habe es eingesammelt, aber es ist anscheinend verbuggt. Die Musik ist wieder sehr laut, ne? Ich hoffe, man kann mich hören. Khan, ich weiß nie, was ich von ihm zu erwarten habe. Ich weiß wirklich nicht, was er ist. Ein reisender Philosoph? Ein Zauberer? Ein Gast aus einer Paralleldimension? Aus einem anderen Spiel vielleicht? Womit verdient er sich seinen Lebensunterhalt? Heilkräuter und so wahrscheinlich. Indem er Leute rettet oder sie tötet? Bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass ich nichts von dem Leben und der Welt, in der ich lebe, verstehe. Er zeigt mir Dinge, die ich mir nicht erklären kann und auch nie können werde. Er lässt das Offensichtliche absurd aussehen, während das Absurde logisch und natürlich wird. Was, wenn er recht hat? Was, wenn die Schwarzen keine Dämonen sind, keine Ausgeburten der Hölle, sondern Engel? Was, wenn sie in der Lage wären, uns zu retten? Wenn wir das Tier in uns überwinden und eine gemeinsame Sprache mit ihnen finden könnten? Was, wenn der kleine Schwarze, der in einem Käfig in diesem Zug sitzt? Was, wenn er wirklich der letzte Engel ist? Was, wenn er das Urteil über uns spricht? Oh, ich muss die Musik leiser machen, ey. Juj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 
ist er. Sieht wirklich aus wie von XCOM. Oh Mann, ey. Ist er nicht süß? Ach nee. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut. Aber der ist doch nicht kleiner geworden, oder? Also das ist der, der mich gerettet hat? Oder der Vater, oder... Er zeigt ihm jetzt einfach nur so eine Vision. Mama! 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 Artyom, Liebling, du bist ja so groß geworden. Mama, ich hab Angst. Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Geh nicht, Mama. Ach, seine Mutter ist zum Schwarzen geworden. Ich bin jetzt ganz alleine. Du bist nicht alleine. Du bist der Erste. Wir haben uns an dich erinnert und haben gewartet. Wir konnten uns an alle Gedanken unserer Art erinnern. Und du hast alle getötet. Und jetzt bin ich allein. Warum kann Artyom eigentlich als Kind sprechen und jetzt nicht mehr? Vielleicht weil das ein zu großer Schock für ihn war. Das würde es erklären, aber nee, er redet ja noch in seinen Tagebüchern. Okay, was jetzt? Jetzt ist er tot. Was machen wir jetzt? Vielleicht hilft es, wenn wir ihn essen. Vielleicht kriegen wir dann seine göttliche Gabe. Ach, vielleicht hat er auch einfach nur Sauerstoffverlust. Könnte auch sein. Aber Filter kann ich ihm ja nicht geben. Die brauche ich selber, wie wir wissen. Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Und solange ich lebe und mein Herz schlägt, werde ich ihn beschützen. Khan sagt, wir können ihn benutzen, um den Krieg zu verhindern. Ja, er kann Wunder geschehen lassen, aber ich will ihn nicht benutzen. Sein Krieg war vorbei, als ich die Raketen auf sein Zuhause richtete. Auf seine Familie. Ja gut, das war nicht wirklich sein Krieg, also er hat den Kriegspakt hat er wahrscheinlich nie unterschrieben. Du hast die Menschen haben die Schwarzen in den Krieg gebracht. Also der wollte wahrscheinlich einfach seine Ruhe haben. Nachmittag schön NTV gucken und so. Du wolltest es. Oben. Schwarz. Oben. Russe ist er auch noch. Hier ist es gut. Glänzend. Überall. Da unten ist es schwierig zu atmen. Schlecht. Du lässt mich gehen. Du veränderst dich. Ich werde da sein. Im Glanz. Aber ich werde nah bei dir sein. Jetzt ist er weg. Das ist ja der Ort, wo wir ihn eigentlich hätten töten sollen, ne? Ah, Leute, wir sind jetzt halt... Das hört nicht auf. Ich dachte jetzt, ja, vielleicht jetzt in die Vergangenheit reisen oder so, aber nee, nee, klar. Also, ich meine wieder in die Zukunft. Okay. Wenn, dann richtig, ja? Der ist ja tatsächlich... Wie war das gerade? Ich dachte, der Schwarze wollte mich beschützen. Was war denn das jetzt, ey? Ja. Das habe ich jetzt gebraucht. Du lässt mich gehen. Du veränderst mich. Ah, viel Spaß. Geh schon mal vor. Ich werde da sein. Im Glanz. Aber ich werde nah bei dir sein. Wo ist es? Okay, wir müssen erstmal warten, bis der Schwarze weg ist. Oder? Muss doch hier hin, glaube ich. Nee, da geht's nicht weiter. Alter, jetzt komm. Komm doch raus. Okay, er ist anscheinend verbuggt. Oh nee, guck, da ist er. Dämlicher Wichser. Ah, jetzt kommen sogar zwei. Okay. Ach ja, nicht meine Maske kaputt, ey. Direkt mal absetzen.
Okay. Ja, dann nutze ich mal die 20, 30 Sekunden, die ich mir immer aufspare, für ja, einen kurzen Zwischenkommentar diesbezüglich der Folge. Ich bin kein Fan von Zeitreisen, also schon an und für sich von der Idee, wenn es eine reine Zeitreisengeschichte ist, aber ich mag es nicht, wenn man sich storytechnisch irgendwo reinschreibt und man die Story nur mit einer Zeitreise lösen kann, wenn das Sinn ergibt. Also du hast ein Problem in einer Serie, die schon etwas länger existiert, oder in einer, ja klar, Filmserie, Spielserie oder so, und dann kommt dieses Zeitreise. Im besten Fall war es noch der Böse, der alles geplant hat und bla und Keks und wuppdiwuppdiwupp. Ja, das hat mir in der Vergangenheit schon so einige Sachen kaputt gemacht. Aber ja, das. Ich meine, Metro ist jetzt auch nicht das Spiel mit der krassesten Story. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man sich wirklich hätte da hinabbegeben müssen. Aber okay, also quasi diese scheiß Quarantäne ist jetzt nicht passiert. Die Polis wurde noch nicht angegriffen. Wir haben Oh. Das finde ich jetzt nicht so geil. Also wir haben ja jetzt, wenn das jetzt die Vergangenheit ist. Oh, warte. Ach, das ist ja. Ih, Leute. Mein erster Impuls war gerade zu sagen, okay, wir haben Pavel nicht getroffen, aber wir können ihn ja jetzt nochmal treffen. Er kennt uns nicht, aber wir können ihn töten. Aber nein. Dadurch, dass wir niemals gefangen genommen wurden. Wobei. Ah, es ist jetzt schwierig. Das ist jetzt echt schwierig. Also das Ding ist ja, erkennt man dann auch so diese Widersprüche. Also es ist dann auch so konfus, das wiederzugeben. Ursprünglich haben wir ja den Schwarzen gejagt und hatten den Schwarzen in der Hand, und dann wurden wir gefangen genommen. Also die Faschisten haben uns beide gefangen genommen, ja? So. Jetzt scheint es aber so, dass wir niemals gefangen genommen wurden. Also theoretisch hätte der Schwarze ja auch nie gefangen genommen werden können. Aber warum war er dann in dem Zug? Und was ist jetzt mit Pavel? Gut, der müsste jetzt so oder so gestorben sein, ne? Also, ja. Also, sorry, Leute, aber das macht mir jetzt schon wieder so ein bisschen hier die Geschichte kaputt. Aber okay, sei es drum. Wir schauen einfach mal, was noch so passiert, ne? Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal, see ya.